Guten Morgen zusammen. Schön, dass ihr alle schon so früh nach hier kommen konntet. Genau. Ich werde über einen Bankraub reden. Ist schon ein paar Jahre her. Und vor allem werde ich den technischen Teil davon beleuchten. Also wurde ja gerade schon angekündigt, die Regulationen und was das alles mit dem SWIFT-Netzwerk auf sich hat. Da gehen wir wahrscheinlich heute nicht ins Detail. Vielleicht ganz kurz das Slide, wer ich bin. Hier sind meine Kontaktdaten, E-Mail-Adresse, Twitter-Handle und so ein paar Stichpunkte, warum ihr auf Basis derer ihr entscheiden könnt, ob es sich lohnt, mir zuzuhören oder nicht. Also ich bin seit 2004 Freiberufler im IT-Bereich. 2013 habe ich ein Diplom in Mathe gemacht, hier an der Uni Bonn. Und dann habe ich 2 Jahre bei einer mittelständischen Bonner Softwarefirma gearbeitet und seit 2015 arbeite ich bei CrowdStrike. Das ist eine IT-Security-Firma. Da arbeite ich als Security-Researcher und da mache ich so Malware-Reverse-Engineering und Softwareentwicklung grob. Und wie viele andere habe ich dann dieses Jahr als solchen Hobby quasi auch das Podcasten angefangen. Hier ist ein Link auf den Podcast. Es gibt auch eine Folge zum Bangladesch-Bankraub. Da gehen wir nicht so sehr ins technische Detail wie heute, aber es ist ja vielleicht auch ganz nett, ein paar nicht technische Sachen dazu noch zu hören. So, das ist die Agenda. Ich werde erst kurz sagen, das, was Vince gerade auch schon ein bisschen angekündigt hat oder beleuchtet hat, was da genau passiert ist. Dann gebe ich ein bisschen Kontext, was da, also wie hat sich der Bankraub abgespielt und so weiter. Dann gebe ich ein ganz kurzes Intro dazu, was ich meine, wenn ich Reverse Engineering sage. Habe ein Slide dazu, was Assembly ist. Keine Angst, da werden wir uns nicht so viel bei aufhalten. Dann gebe ich einen kurzen Überblick über die Landschaft von Tools, die es da in dem Bereich gibt, die sich hauptsächlich darauf konzentrieren, Assembly nicht lesen zu müssen. Dann sage ich, was Ghidra ist, wann es veröffentlicht wurde und die kleine Backstory dazu. Und dann wird wahrscheinlich so die letzten 20 Minuten oder vielleicht sogar ein bisschen mehr, wird es eine Demo geben, wo ich eine Komponente dieses Bankraubs mit euch mal genau auseinandernehme. So, also, was ist passiert? Hier gibt es viele bunte Bilder und so. Also, es ist ein Drucker ausgefallen. Und zwar am 5. und 6. Februar 2016, also ist jetzt schon 5 Jahre her. Hört sich erstmal wie was ganz Normales an, aber der Drucker stand nicht irgendwo. Der stand in der Zentralbank von Bangladesch und der hatte vor allem eine ganz besondere Aufgabe. Der war angeschlossen an das sogenannte SWIFT-Terminal und hat da quasi so Protokolle ausgespuckt über alle Transaktionen, die gerade stattfinden. Und vielleicht jetzt erstmal so ein bisschen Kontext zu Bangladesch selber. Also das ist ein Entwicklungsland östlich von Indien in Asien. Für alle, die in Erdkunde genauso gut aufgepasst haben wie ich, hat 165 Millionen Einwohner und 220 Milliarden US-Dollar Bundesinlandsprodukt. Und an den Zahlen kann man vielleicht schon erkennen, ist jetzt nicht das reichste Land, also ist auf jeden Fall noch Entwicklungsland und so weiter. Die Bangladesch Bank, hier ist ein kleines Bild von der. Das ist halt die Zentralbank des Landes, also schon ein großes Ding. Und die ist einfach die Notenbank für die Stabilität der lokalen Währung in dem Land. So, das Slide ist jetzt rot im Hintergrund. Das heißt, jetzt geht's los, jetzt wird's Cyber. An dem Donnerstag vor dem Wochenende, 4. Februar, da war irgendwann halt abends Feierabend. Und plötzlich versendete die Bangladesch Bank noch 35 SWIFT-Nachrichten an die New York Fed, also die New York Federal Reserve Bank. Und diese SWIFT-Nachrichten, ich weiß nicht, wenn ihr schon mal internationale Überweisungen gemacht habt, habt ihr wahrscheinlich auch mal so SWIFT-Überweisungen gemacht. Die sind für internationalen Austausch von Transaktionen und Geldanweisungen und die verwenden auch Banken, um miteinander zu kommunizieren, wenn sie größere Geldbeträge von einer Bank zu einer anderen transferieren wollen. Und das Besondere an diesen 35 Nachrichten, die Summe, die da insgesamt übertragen werden sollte, war 1 Milliarde US-Dollar. Hier so Mr. Evil-Vibes kriegt man da auf jeden Fall. Und gerade bei einem Land, was nur 220 Milliarden Bundesinlandsprodukt hat, ist das schon eine große Menge Geld, die da von der Federal Reserve Bank in New York wegtransferiert worden werden sollte. Jetzt gehen wir einen Tag weiter, Freitag. Das ist die Federal Reserve Bank in New York. Die hat jetzt halt diese Nachrichten bekommen und hat sich gedacht, na, das ist schon sehr viel Geld, vielleicht fragen wir da mal lieber nach. Das Ding ist aber, dass der Freitag, also Bangladesch ist ein muslimisch geprägtes Land, der Freitag da ist, wenn ihr so vielleicht, hier sind ja irgendwie, ist das Christentum ja ein bisschen verbreiteter, kann man sich so vorstellen, das ist so wie hier der Sonntag. Also da arbeitet keiner, da ist quasi schon Wochenende und deswegen wurde da niemand erreicht, als die New York Fed da angerufen hatte. Ja, am Samstag hat nirgendwo irgendjemand gearbeitet, da war überall Pause quasi. Und am Sonntag war dann auf jeden Fall, als in Bangladesch wieder angefangen wurde zu arbeiten, also das Wochenende ist da quasi um einen Tag verschoben, war Panik angesagt. Und man hat dann halt gesehen, man hat den Drucker repariert, der hat angefangen, Nachrichten auszuspucken und so. Und dann hat man halt gesagt, oh ja, das müssen wir dringend abbrechen, diese SWIFT-Transaktionen. Und da werden wir wahrscheinlich heute nicht so sehr drauf eingehen, aber es gibt so verschiedene SWIFT-Transaktions-Message-Typen und eine davon ist MT192. Und ich war nicht dabei, aber vielleicht wurde dann versucht, dieser zu verschicken von der Bangladesch Bank an die New York Fed, um die Transaktion abzubrechen. Das geht nämlich im Nachhinein, wenn die noch nicht ganz durchgegangen ist.
Ja, die New York Fed hat die Nachricht wahrscheinlich bekommen, aber da konnte halt kein Mensch drauf gucken, weil ich meine, es war Sonntag, ne? Jetzt ist Montag, der 8. Februar. Ihr fragt euch wahrscheinlich gerade, was ist das Bild im Hintergrund, aber da kommen wir gleich drauf. Also die New York Fed leitet die Anfrage dann also weiter. Und also die Abbruchanfrage. Insbesondere wird diese Abbruchanfrage an die RCBC Bank auf den Philippinen weitergeleitet. Also da ist nämlich eine der Transaktionen oder einige der Transaktionen gingen an die RCBC Bank und die New York Fed hat die Anfrage entsprechend weitergeleitet, die Transaktion abzubrechen. Ja, aber auf den Philippinen, da wird ein chinesischer Feiertag gefeiert, nämlich chinesisches Neujahr und deswegen ist da gerade keiner auf der Arbeit, um da drauf zu gucken. Man kann sich den RCBC-Teil dieses ganzen Falles, kann man sich ein bisschen genauer angucken. Da ist auch noch viel schief gelaufen, da wurden Regulationen nicht eingehalten, da haben auch Leute ihre Jobs verloren und ins Gefängnis gegangen. Gibt, glaube ich, teilweise noch laufende Gerichtsverfahren und so. Also da ist auf jeden Fall einiges im Argen gewesen. So, Dienstag, 9. Februar. Jetzt ist auch in der RCBC Bank wieder jemand bei der Arbeit. 58 Millionen US-Dollar sind bereits abgehoben und die werden jetzt in Spielcasinos gewaschen und verschwinden nach China und von da woanders hin. Aber wie gesagt, auf den nicht technischen Teil möchte ich mich heute gar nicht so sehr konzentrieren, sondern mehr so auf den technischen Teil. Damit das, jetzt habe ich sehr viele Daten um mich rumgeworfen, deswegen habe ich jetzt mal diese Tabelle hier noch erstellt. Also Februar, ja, Februar 2016, hier sind die verschiedenen Wochentage und jetzt introduce ich mal hier die verschiedenen Orte des Geschehens, ja, Bangladesch Bank, New York Fed, RCBC Bank auf den Philippinen. Jetzt mache ich mal rot, da wo nicht gearbeitet wurde, ja, also hier, Freitag wurde nicht gearbeitet, weil da schon, also ja, weil das einfach in Bangladesch so ist. Und ja, genau, das sind die anderen Feiertage. Hier, das ist chinesisches Neujahrsfest auf den Philippinen, da hat also auch niemand gearbeitet. Und jetzt sind das hier so die verschiedenen Geschehnisse, die da passiert sind. Hier wurden diese 35 fraglichen SWIFT-Transaktionen kurz vor Feierabend verschickt. Dann war der Drucker aus, hat also auch, weiß ich nicht, wie das genau läuft, aber ich vermute mal, der Notfalldienst hat gar nicht gemerkt, dass da irgendwas im Argen war. Am Sonntag wurde der Drucker dann repariert und da wurde dann dieses Cancel Request an die New York Fed geschickt. Da war es halt so, dass sie eine Rückfrage an Bangladesch hatten am Freitag, aber die ist halt auch erst am Sonntag angekommen, zusammen mit der restlichen Panik, die ich mir nur vorstellen kann, die dann da im Büro los war. Und das Cancellation Request ging dann halt an New York Fed. Da konnte wahrscheinlich erst am Montag genau jemand drauf gucken und es weiterleiten. Und dann kann man hier schon sehen, darunter ist wieder rot. Das heißt, das wurde dann wahrscheinlich erst einen Tag später verarbeitet oder wie auch immer. Und da war auch schon eine Menge Geld weg. Und ja, so war irgendwie grob der Ablauf. Jetzt kann man sich sagen, ja, Lars, du hast am Anfang von einer Milliarde geredet und das sind jetzt nur in Anführungszeichen 58 Millionen. Und das stimmt. Also bei allem, was hier schiefgelaufen ist, ein paar Sachen haben auch geklappt beim Abbrechen der Transaktion. Und das habe ich hier mal so ein bisschen versucht zusammenzufassen. Also die Liste ist wahrscheinlich nicht vollständig. Also insgesamt sind wohl nur vier von den 35 Transaktionen durchgegangen. Alle anderen wurden irgendwie aus irgendwelchen Gründen abgebrochen. Da waren viele Heuristiken im Spiel. Da hat zum Beispiel eine große Rolle gespielt, dass normalerweise so große Geldmengen von vielen Millionen nicht an Privatkonten überwiesen wurden. Das wurde dann also auch irgendwie verhindert. Und dann gab es noch so einen lustigen Fall. Also eine der Transaktionen ging an eine Bank, die war in der Jupiter Street. Und das ist erstmal nicht so schlimm, aber es gab ein Unternehmen, das auf so einer Exportkontrollliste stand und das war das Jupiter Seaways Unternehmen und aufgrund der Gleichheit hier in den Namen wurde diese Transaktion dann wohl abgebrochen. Also auch ein ganz lustiger Zufall. Und das Letzte finde ich eigentlich am unterhaltsamsten. Also das war eine deutsche Transitbank, die so eine Transaktion bekommen hat, die an so eine gemeinnützige Organisation, an so eine Foundation überwiesen werden sollte. Und dann kann ich mir so richtig vorstellen, wie der deutsche Bankangestellte seine Brille zurechtdrückt und seinen Rotstift rausnimmt und dann sagt, ja, aber hier ist ein Rechtschreibfehler. Da hat jemand nicht Foundation geschrieben, sondern Foundation. Diese Transaktion kann ich jetzt leider nicht ausführen. Aber gut, ich meine, er hat viel Geld gespart. Also ich weiß nicht genau, wie viel diese einzelne Transaktion wert war, aber da hat auf jeden Fall so ein richtig schöner deutscher Bankbeamter wahrscheinlich den Tag gerettet oder zumindest einen Teil des Tages. So, jetzt kann man sagen, cool Story, Bro. Was hat das alles überhaupt mit Computern zu tun? Und das ist eine faire Frage, aber das finde ich gerade das Spannendste an so einem Fall wie dem hier, weil das werden wir gleich sehen, was das mit Computern zu tun haben kann. Gut, soweit zum Hintergrund. Was ist Reverse Engineering? Hier werde ich auch durchrauschen quasi und erstmal ist Reverse Engineering ein sehr allgemeiner Begriff. Also im Deutschen, das steht für Rückwärtsanalyse und ich werde jetzt häufiger auch RE hier schreiben im Text oder wenn ich so im Redefluss bin, würde ich von Reversing reden. Und das ist, wie gesagt, erstmal ein sehr allgemeiner Ausdruck und der bezeichnet allgemein hin einen Produktionsprozess
rückwärts durchzuführen. Also man hat irgendein Produkt, das kann alles Mögliche sein, ein physischer Gegenstand, ein Stück Software, wie auch immer, und man will die quasi dekonstruieren. Und das hat auch immer ein Ziel, also man will meistens irgendwie das Design von der Software oder von dem Produkt besser verstehen oder die Architektur. Und man kann ja auch ganz allgemein sagen, es geht darum, Wissen über das RE-Ziel, also über das Reversing Target, über das, was man sich anguckt, zu ermitteln. Ja, genau. In diesem Vortrag werde ich mich allerdings auf einen sehr speziellen Aspekt konzentrieren vom Reverse Engineering, und zwar nur auf das Reverse Engineering von kompilierter Software oder in dem Fall hier sogar von kompilierter Malware. Also über den ganzen anderen Zweig rede ich eigentlich gar nicht. So, das hier ist noch das dümmste Symbolbild, was man sich dazu malen kann. Also man startet mit Quellcode, der wird kompiliert in eine Binary oder in eine ausführbare Datei, und Reverse Engineering bezeichnet den Vorgang, das rückwärts auszuführen. Gut, jetzt habe ich das auch hinter mich gebracht. Kurz, was Assembly ist. Wie gesagt, das ist das große Schreckgespenst beim Reverse Engineering. Das will man vermeiden, soweit es auch nur geht. Das ist eine sehr schwer zu lesen, ich sage mal jetzt mal High Level, ist eine sehr schwer zu lesende Programmiersprache. Die wird direkt auf eine CPU ausgeführt, entsprechend simpel ist sie auch nur. Also die erlaubt nur so Dinge wie: addier diese beiden Zahlen, lest das aus dem Speicher an der Adresse, macht die Adresse 1 größer, schreibt die Summe von zwei Zahlen wieder in den Speicher und so weiter. Und ich meine, weil das so schwer zu schreiben ist, diese Programmiersprache, hat man halt irgendwann Compiler erfunden, und dann schreibt man halt in einer Hochsprache, sowas wie C, und die kompilieren das dann in diese Maschinensprache. Entsprechend beim Reverse Engineering hat man jetzt erstmal nur Assembly und will eigentlich am liebsten wieder eine Hochsprache lesen, so wie C, und dafür gibt es was, das heißt die Compiler, und da kommen wir gleich drauf. Ja, häufig wird Assembly im disassembleden Zustand angezeigt, also anstatt einfach so einer Sequenz von Bytes, also 90907504, disassembelt man das, und da würde dann da stehen, also die 90 ist ein NOP, NOP, das steht dafür, dass keine Operation ausgeführt wird, das steht halt hier zweimal hintereinander, und die 7504 ist Jump Not Zero 6, das 6 liegt daran, also da oben steht eine 4, unten steht eine 6, das liegt daran, dass die Instruktion 2 lang ist. Da ist auch jetzt auch schon eine schlimme Nervigkeit von x86 Assembly, kann man hier sehen. Die Instruktionen sind unterschiedlich lang, also es gibt Instruktionen, die sind nur 1 Byte lang, wie zum Beispiel NOP, es gibt welche, die sind 2 Byte lang, und es gibt welche, die sind 8 Byte lang, also es ist nervig zu parsen, man kann nicht einfach irgendwo anfangen und so. Es ist super schwer zu lesen, ich meine, keiner wird sich wahrscheinlich vorstellen, eine vernünftig große Software mit einem bestimmten Feature-Umfang nur mit solchen simplen Instruktionen lesen zu können. So, und da das so zeitaufwendig ist, das zu lesen, will man Tools haben, die einen dabei unterstützen. Und da gebe ich jetzt einen kleinen Überblick über die, ich sag mal, Schwergewichte des Reversings. Das ist erstmal IDA, das steht für Interactive Disassembler. Eigentlich nicht nur IDA, sondern IDA mit einem Plugin, das auch der vom gleichen Hersteller ist, und das ist der Hexer-SD-Compiler. Das Ding daran ist natürlich Closed Source und super teuer, also das können sich eigentlich nur Professionals leisten, ist aber auch ein quasi Industriestandard. Also wenn man Reverse Engineering macht, dann muss man das hier haben. Wenn man den D-Compiler für viele Architekturen haben will, bezahlt man aber auch viele $1000. Also ist ein Riesending. Dann gibt es Binary Ninja, das ist, ich sag mal, was billiger, auch Closed und so. Die haben einen etwas anderen Ansatz, also die haben so verschiedene Layer an Sprachen, die immer lesbarer werden, hat ein paar Vorteile, hat ein paar Nachteile, ich weiß gerade nicht auswendig, wie teuer es aktuell ist, ist aber auch Closed Source. Dann gibt es RedDeck, das steht für Retargetable Decompiler, das muss man ein bisschen üben, bis man es so flüssig aussprechen kann in einem Talk wie dem hier. Es ist Open Source, sehr vielversprechend, ich habe es jetzt im Alltag noch nicht viel verwendet, das aus unterschiedlichen Gründen, aber ich glaube, das ist gar nicht wert, so drüber zu reden. Jetzt aber über Ghidra. Das ist, war ein Game Changer, als es rausgekommen ist. So ein bisschen als Hintergrund. Wir wissen, also die Öffentlichkeit weiß über die Existenz des Programms Ghidra seit 2017. Da hat WikiLeaks diese Vault 7 Leaks veröffentlicht. Und ich meine, da war Ghidra nicht drin so komplett, sondern nur die Existenz ist uns klar seitdem. Dann 2 Jahre später, für mich sehr überraschend, hat die NSA angekündigt, dass sie Ghidra als Open-Source-Software veröffentlichen wird. Und das haben sie da auch gemacht, relativ kurz danach, nur wenige Monate danach. Hier auf GitHub ist der Link zum Quellcode. Und Ghidra besteht aus 2 Komponenten. Die eine ist so eine in Java geschriebene GUI. Die werden wir uns gleich ganz viel angucken. Die ist so richtig Java und so richtig hässlich, sag ich mal. Und das Krasse daran ist, dass es ein Decompiler mit dabei ist, der ist in C geschrieben, damit er schnell genug ist und so, und der treibt das quasi im Hintergrund an. Und das, wie gesagt, das Krasse ist, damit kann man native PE-Dateien, also Portable Executables, Windows-Exe-Dateien, kann man dekompilieren, und das macht
einen Reversing-Vorgang super viel einfacher. Das, was dabei rauskommt, das Dekompilat, also der Quellcode in der Hochsprache, der ist schon also auf der schlimmeren Seite von Quellcode, den man liest. Also es ist, also selbst wenn man sagt, ja, Quellcode ist so schwer zu lesen und hier in dem Projekt ist der schlecht maintained und so, ich denke, das, was hierbei rauskommt, ist noch schlimmer. Und ein großer Job von einem Reverse-Engineer ist halt jetzt nicht mehr nur noch Sachen in dieses Tool reinzuwerfen, sondern auch den Quellcode dann so weit zu massieren, dass er wieder leichter zu lesen ist. Ja, Ghidra kann auch viele andere Formate dekompilieren. Das ist wahrscheinlich darin begründet, wofür die NSA es eingesetzt hat. Also Amerika hat ja eine sehr offensive Cyber-Position und wahrscheinlich haben die es benutzt, um irgendwie halt Sicherheitslücken zu finden und so. Aber hey, keine Ahnung, was in der NSA passiert. So, jetzt kommen wir endlich zur Demo. Da mache ich jetzt einen kleinen erzählerischen Trick. Ich behaupte einfach, wir tun so, als arbeiten wir für eine Cybersecurity-Firma und es geht ein Ticket auf und das sieht so aus, es kommt von einem, stellen uns vor, die Bangladesh Bank ist ein Kunde und da geht so ein Ticket auf und die haben irgendwie eine verdächtige Datei auf ihrem Swift-Terminal gesehen. Swift-Terminal ist jetzt hier ein fancy Ausdruck dafür, da steht ein Computer und der ist mit dem Swift-Netzwerk verbunden und da war wohl eine Datei drauf. Also klar, man kann immer sagen, ich weiß gar nicht genau, ob da eine Datei drauf war, aber behaupten wir jetzt einfach mal, dass da eine drauf war. Und der Kunde schreibt jetzt in dem Fall, unser Netzwerk ist Ziel eines Cyberangriffs mit verheerenden Folgen geworden. Während der Incident Response wurden durch forensische Analyse unser hausinternes Swift-Terminal ein verdächtige Portable-Executable-Datei aufgetan. Sie trug den Namen evtdiag.exe im Dateisystem und hat den folgenden SHA-256-Hash. Also das ist ein kryptografischer Hash der Datei. Das macht man sehr häufig so in der Malware-Analyse. Man tauscht nur die Hashes aus, damit wir auch alle sicher sind, dass wir über die gleichen Dateien reden. Ja, und die würden jetzt gerne verstehen, was die Datei mit dem Angriff zu tun hat. So, das heißt, das machen wir doch jetzt mal. Keine Angst, die Schrift wird gleich größer werden. Oh, da habe ich noch ganz viele Dinge offen gehabt. So, machen wir Ghidra auf. Ich habe die Datei hier schon reingeladen und jetzt geht das Ghidra-Fenster hier auf und keine Angst, das hier links müssen wir uns nicht so viel angucken, es geht hier um den Bereich rechts, da ist die Schrift auch ein bisschen größer und das ist jetzt diese Datei, die da auf dem Computer irgendwie lag und dann gibt es jetzt hier so verschiedene Bereiche in dem Tool. Ich versuche jetzt ein bisschen darauf, mich zu konzentrieren, das Ziel zu erreichen beim Reversing und nicht so sehr zu erklären, wie das Tool funktioniert. Also da müsst ihr so ein bisschen bei mir bleiben. Also hier unten links habe ich jetzt den Entry Point ausgewählt und jetzt sehen wir hier rechts eine Repräsentation der Maschinencode-Instruktionen auf einem höheren Level. Und ihr seht schon, also ich scroll mal hier so ein bisschen runter, dieser C-Code, also wenn ihr schon mal C-Code gelesen oder geschrieben habt, der ist schon eher auf der unlesbaren Seite. Also das könnte besser sein. Und das liegt natürlich daran, dass beim Dekompilieren Informationen fehlen. Also wenn ich Quellcode habe, habe ich variablen Namen, habe ich eventuell Kommentare, da habe ich Dateitypen und so weiter. Aber in Maschinencode gibt es diese High-Level-Konzepte nicht. Da gibt es nur Register, Speicherbereiche und so weiter. Manchmal gibt es noch so Debug-Informationen oder solche Informationen in Executables, die man dann noch verwenden kann, um den Assembly besser zu verstehen. Aber im Allgemeinen ist das halt nicht so. So, und Ghidra hat jetzt trotzdem schon versucht, hier so Variablen zu erstellen. Ja, das heißt aber, diese ganzen Variablen, die Ghidra uns hier oben gibt, die gibt es, also die hat es sich ausgedacht. Ja, also einige davon sind vielleicht, haben definitiv den falschen Typen, einige davon sind vielleicht unnötig, die gab es gar nicht im Originalquellcode und so weiter. Und wie gesagt, das ist jetzt, da braucht man noch den Menschen in dem Analyseschritt, um das jetzt quasi wieder lesbarer zu machen. So, jetzt gibt es beim Reversing immer so zwei Herangehensweisen. Also ich kann jetzt quasi von vorne anfangen zu lesen bis ganz nach unten oder ich kann an irgendeinem interessanten Punkt in der Binary anfangen und dann mich so bottom-up hoch arbeiten. Aber fangen wir erstmal top-down an. Das heißt einfach, wir lesen das jetzt hier von oben nach unten durch. Beziehungsweise, und das ist jetzt leider auch ein Punkt, beziehungsweise hier spielt jetzt direkt die Erfahrung sehr mit rein, die man als Reverse Engineer irgendwann hat. Dieser Code, der jetzt hier steht, ja, also ich sehe hier diese Funktionscalls mit den Unterstrichen und ich sehe hier get main args und so und ich sehe hier unten einen Call auf eine Funktion, die heißt exit. Das ist ein Stück Code, den sieht man sehr, sehr häufig in sehr vielen Executable-Dateien. Und das, was das ist, ist, wenn man in C so eine Main-Funktion schreibt, das ist ja irgendwie magisch. Diese Main-Funktion, die wird ja aufgerufen, wenn die Datei ausgeführt wird. Und das hier ist Code, der wird vom Compiler generiert, um die Main-Funktion aufzurufen.
Das heißt, hier wird irgendwie das Argument-Parsing passieren, also wenn man so Kommandozeilen-Argumente an die Datei übergibt, und dann wird irgendwann die Main-Funktion aufgerufen. Und da können wir uns jetzt zunutze machen, wenn wir schon C können, da können wir uns zunutze machen, dass wir wissen, naja, die Main-Funktion hat ja einen Rückgabewert und der ist dann der Rückgabewert, ist der Fehlercode im Betriebssystem. Ne? Also am Ende von der Main-Funktion schreiben viele Return 0, das soll dem Betriebssystem zurück signalisieren, dass kein Fehler aufgetreten ist. Und das gucken wir jetzt einfach, dass so wie das implementiert ist, ist, dass die Exit-Funktion mit dem Fehlercode aufgerufen wird. Das heißt, die Variable local28, die ist der Fehlercode. Ich nenne die jetzt mal um, return value. Und dann können wir backtracen quasi, wo die Variable herkommt. Und dann, ich meine, hier oben ist ganz viel Code und ich vermute mal, das will man sich gar nicht alles bis ins letzte Detail angucken, da passiert Command-Line-Argument-Parsing, aber vor allem kommt der return value aus dieser Funktion heraus. Und diese Funktion kriegt hier zwei Variablen. Und diese beiden Variablen, die kommen hier aus dieser getMainArgs-Funktion raus. Also es sieht alles schon sehr vielversprechend aus. Ich wäre jetzt schon sicher genug, diese Funktion hier einfach mal main zu nennen. Also vielleicht ist das falsch, vielleicht nicht, aber beim Reversing muss man manchmal mutig sein. So, klicken wir jetzt mal doppelt auf diese Main-Funktion drauf, um reinzugucken und sehen hier, werden zwei Parameter übergeben. Das passt also schon mal. Guido hat entschieden, beide Parameter sind Integer-Variablen. Muss man natürlich nachher noch gucken, ob das alles so stimmt. Bei der Param 1 scheint das auch richtig zu sein. Also hier wird irgendwie Param 1 verwendet, mit 2 verglichen, kleiner 2 und so. Das passt auch. Ich scroll mal hier so ein bisschen runter. Hier wird es anscheinend wiederverwendet. Das passiert leider manchmal auch. Variablen werden wiederverwendet und für andere Zwecke verwendet. Ich vermute also jetzt einfach mal, das hier ist argc. Das ist in C-Programm die Anzahl der Kommandozeilenargumente, die an das Programm übergeben wurde. Und nicht ganz das. Also argc ist mindestens 1 und das erste Kommandozeilenargument oder das nullte Kommandozeilenargument ist der Name der Executable selber, wenn alles mit rechten Dingen zugeht. So, wenn das aber stimmt und das ist argc, dann ist das hier hinten argv. Das heißt, das nenne ich jetzt auch mal um nach argv. Aber argv ist kein Integer, sondern das ist normalerweise ein Array von Strings. Also in C ist es ein char-pointer-array oder ein char-pointer-pointer. So, ich habe jetzt den Datentyp davon angepasst. Da muss jetzt kurz mal diese Java-GUI aufgehen. Und jetzt sehen wir auch schon, dadurch, dass ich den Datentyp davon angepasst habe, so ein bisschen Refactoring-mäßig wie in einer IDE, kann man sich als Softwareentwickler vorstellen, sehe ich hier dann auch, ja, hier wird dann auch auf das erste Element dieses Arrays zugegriffen. Jetzt passiert ja was, das passiert leider manchmal. Diese Parameter werden noch an lokale Variablen irgendwie übergeben. Und ja, die benenne ich jetzt einfach mal genauso mit einem Unterstrich hinten dran. Was war das? argc, damit ich später nicht so verwirrt bin. So, hier wird argv an der Stelle 1, wird auf argv an der Stelle 1 zugegriffen. Und das heißt, das hier ist das erste echte Kommandozeilenargument, das daran übergeben wurde. First Argument. Eine Kleinigkeit am Anfang vergessen und bevor wir jetzt hier weiter reinbohren, möchte ich die auch noch erwähnen. Und zwar folgendes. Das, was wir jetzt gerade machen, nennt man statische Analyse, weil ich das Programm analysiere, ohne es auszuführen. Es gibt einen ganz anderen Blickwinkel auf Analyse und das ist halt dynamische Analyse. Das heißt, man führt das Programm aus und versucht, das zu beobachten, während es läuft. Dafür wendet man so Sandboxen und so. Und ich habe jetzt einfach mal, also ich meine, Sicherheitsfirmen haben alle ihre internen Sandboxen, die sie dafür verwenden. Aber es gibt auch viele so Online-Services, die das zur Verfügung stellen. Ich habe einfach mal die Datei hier in AnyRun gefunden. Das ist so eine Online-Sandbox und dann kann man sich hier diesen Analysebericht mal angucken. Und da sieht man jetzt gleich so einen Screenshot von der Ausführung der Datei. Hier unten dieser Balken, der sagt einem eigentlich nur, es gibt nur einen Screenshot und nicht mehrere. Und das ist auch schon underwhelming, was man hier sieht. Also man sieht hier unten keine HTTP-Requests, keine Netzwerkverbindungen, keine DNS-Requests, es wurden keine Threads gestartet. Also das hier sieht nach einem sehr erfolglosen Sandbox-Run aus. Und das ist auch schon ein gutes Beispiel dafür, dass man, also für die Limitationen von dynamischer Analyse, weil, was mache ich jetzt? Jetzt kann ich versuchen, die Datei irgendwie anders auszuführen und ich kann versuchen, Kommandozeilenargumente zu raten und wir haben also unsere statische Analyse, die wir gerade durchgeführt haben, suggeriert das ja auch schon, dass wahrscheinlich wir irgendwie Kommandozeilenargumente an die Datei übergeben müssen, damit sie korrekt ausgeführt wird. Ja, wollte ich nur kurz noch erwähnen, dynamische Analyse ist auch ein Ding. Gut, also, First Arguments. argv, first argument, und jetzt passiert was, wenn argc, also die Anzahl der Kommandozeilenargumente, gleich 2 ist. Das heißt also,
Es gibt ein Kommandozeilenargument neben dem Namen der Executable selber, die da ausgeführt wird. Und zwar wird hier stricmp aufgerufen. Das ist eine, das kann man, also eigentlich, also ein großer Job jetzt so ist, dass man diese ganzen Dinger hier googelt. Ja, also ich google dann jetzt stricmp. Ihr seht auch schon, da habe ich anscheinend gestern schon mal hinnavigiert. Ich klicke mal drauf. Und dann wird man hier lesen können, was ist das für eine Funktion, was macht die? Und die wird wahrscheinlich case-insensitive für das i zwei Dinge vergleichen. Und dann sieht man hier zum Beispiel Return Value. Wenn der eine String gleich dem anderen ist, dann gibt sie 0 zurück. Also wahrscheinlich wird hier irgendwie String-Vergleiche stattfinden. Und zwar zwischen dem First Argument, dem Kommandozeilen-Argument, und so einer globalen Variablen. So, jetzt sieht man hier auch schon wieder so eine Stelle, wo man als Mensch dran muss. Gijo hat nicht erkannt, dass das zweite Argument hier von Char-Pointer sein soll und dass das hier deswegen Char im Speicher sein soll. Ich klicke also mal drauf, sehe ich hier links, dass jetzt die Schrift ein bisschen kleiner, aber ich kann euch versprechen, da steht minus SVC im Speicher und ich habe Gijo jetzt angewiesen, das ist in Wirklichkeit ein String. An der Stelle vielleicht auch kann man sich links im Speicher so ein bisschen umgucken und sieht und da drüber und da drunter auch noch so Dinge, die eigentlich aussehen wie Strings und die wandle ich jetzt auch mal schnell in Strings um für den Fall, dass wir gleich auf die stoßen werden. Spoiler-Alarm werden wir. Dann müssen wir das nämlich gleich nicht mehr machen. Ich meine, da wird man auch schon ganz nervös. Man will jetzt eigentlich hier links auch genau verstehen, was hier passiert. Punkt Bug, ST3, ST2, ST1. Naja gut, gehen wir mal wieder hier rechts zurück in den dekompilierten Code. Apropos dekompilierter Code. Ihr seht jetzt, wenn ich hier rechts so drin rumklicke, dann springt hier links diese View immer so rum. Und das ist, weil er versucht, diese beiden Ansichten auf die dekompilierte Datei synchron zu halten. Das heißt, diese Zeile hier, diese Variablenzuweisung, die hat natürlich eine Repräsentation auf der Assembly-Sprache. Die ist nicht 1:1, das kann sie nicht sein. Aber er versucht trotzdem, eine Assembly-Instruktion links zu highlighten, die ähnlich dazu ist oder die damit was zu tun hat. Also wenn ich zum Beispiel hier stricmp markiere, hier auf der rechten Seite, sehe ich hier links einen Call auf ESI und zwar ist da anscheinend gerade die Adresse von stricmp drin. Bring mal gerade einen Schluck. So, also das heißt, diese beiden Views versucht er in Sync zu halten, das geht halt noch nicht ganz gleich. So, das heißt also, was passiert jetzt hier? Wir lesen jetzt Quellcode. Wenn das erste Argument gleich minus SVC ist, also wenn das gleich ist, dann passiert hier irgendwas. Also ich nenne mal das hier irgendwie Compare Result oder so. So, und was passiert dann? Da wird hier irgendwie eine Variable, die ist anscheinend, hat Gijo als eine Struktur identifiziert, initialisiert und dann wird eine Windows-API-Funktion aufgerufen, die heißt Start Service CTL Dispatch. Und das kann man jetzt auch googeln, um genau zu verstehen, was das ist. Hier wird sich nicht viel dabei zeigen, außer dass das hier eine Struktur ist und dass es was mit Windows-Services zu tun hat. Und also ich meine, das kann man jetzt hier genauer analysieren. Eine wichtige Sache ist noch, also hier wird wahrscheinlich ein Windows-Service erstellt und gestartet. Und dieses Service-Struct, ich nenne das mal irgendwie Service-Struct, keine Ahnung, ob der Name gut ist, hat so verschiedene Member und eines davon ist der LP-Service-Proc. Und das ist die Prozedur von dem Service, die ausgeführt wird, wenn der Windows-Service läuft. Windows-Services sind so ein bisschen was wie Linux-Daemons, also es sind so Dinger, die können im Hintergrund laufen und Dinge ausführen. Und wenn man halt möchte, kann man dann halt jetzt auch diese Funktion hier weiter analysieren, das ist also die aufgerufen wird, wenn der Service aufgerufen wird. Da möchte ich jetzt gerade nicht so reinbohren. Wenn wir am Ende noch Zeit haben, können wir das noch machen. Aber ich möchte eigentlich jetzt viel eher mal analysieren, was passiert, wenn argc nicht gleich 2 ist. Hier ist noch ein Fall, also wenn argc nicht gleich 2 ist, wird hier noch geguckt, ob argc kleiner als 2 ist. Das heißt also, dass argc nur 1 ist oder 0 und das passiert nicht. Den Fall möchten wir uns jetzt auch erstmal nicht angucken, einfach aus Zeitgründen. Wie gesagt, wenn ich das jetzt analysieren wollen würde von vorne bis hinten, ne, würde ich da vielleicht reinbohren oder vielleicht auch nicht, vielleicht würde ich auch Prioritäten versuchen zu setzen. Ich möchte mit euch jetzt hier unten weiter drauf eingehen und hier sehen wir, dass First Argument wieder mit etwas verglichen wird, aber das, mit dem hier verglichen wird, ist minus P. Ja, das hier ist leider so ein bisschen verwirrend aufgeschrieben. Gijo entscheidet sich, Strings, die im Speicher liegen, mit S-Unterstrich zu prefixen und mit Unterstrich Adresse zu postfixen. Also das, was man hier angucken will, ist minus P. Also vielleicht ein bisschen obfuscated. Also hier wird das Argument, was übergeben wurde, mit minus P verglichen. Und wenn das gleich ist und außerdem insgesamt 4 Argumente übergeben wurden, dann springen wir in diesen Branch hier, in diesen Bereich.
Und da werden jetzt erstmal ein paar von den Argumenten, von den Kommandozeilenargumenten in Zwischenvariablen gespeichert. Das hier ist das Second Argument und das hier ist das Third Argument. Während ich die jetzt hier angeklickt habe, habt ihr auch schon gesehen, die werden da unten dann irgendwie an Funktionen weiter übergeben. Fangen wir mit dem Third Argument an, einfach weil das jetzt hier als erstes steht. Hier sehe ich wieder einen String S-Unterstrich, also das kann man ignorieren, resume und dann die Adresse. Das heißt, hier wird das dritte Argument mit dem String resume verglichen. Ja, wenn man jetzt hier mal kurz so einen Schritt zurücktätigt, dann sieht man, hier wird es mit resume verglichen, hier mit pause, hier mit on, hier mit off, hier mit queue. Ja, das heißt also, da wird irgendwie so eine Art Switch-Statement modelliert. Und jetzt wird hier leider dummerweise die Variable argc wiederverwendet, aber also das kann man auch ändern. Also man kann hier auch sagen, split out as new variable, aber das lohnt sich jetzt nicht. Wir behalten einfach im Kopf, ab jetzt ist die argc-Variable in diesem Branch, hat eine andere Bedeutung. So, und wenn third argument gleich resume ist, wird diese Funktion aufgerufen. Also hier sind auch andere Funktionen, aber lass uns jetzt erstmal vielleicht diese hier analysieren. Ich springe mal rein, noch gerade so als Kontext, das second argument wird hier an die Funktion übergeben. Springen wir rein. Hier wird dieses Argument einfach nur weitergereicht mit zwei weiteren Argumenten. Gut, springen wir mal da weiter rein. Sind wir jetzt mal ganz mutig und gehen einfach tief. Jetzt haben wir hier wieder eine Funktion und hier kann man jetzt sich mal wieder einen Schritt zurücktätigen vielleicht und sich angucken, was hier passiert. Hier passieren so verschiedene Funktionsaufrufe und die haben was mit Druckern zu tun. Also vielleicht merkt ihr schon, hier schließt sich der Kreis zum Vortrag. Und das läuft jetzt so, also ich meine, das können wir jetzt einfach auch mal gerade live machen. Ich google jetzt mal Open Printer A, um herauszufinden, was die verschiedenen Kommandozeilenargumente da bedeuten. Und dann sehe ich hier, also kriegt so drei Argumente, param 1, local 10 und local c. Und dann kann ich mir hier in der Windows API-Dokumentation angucken, was das ist. Und das erste scheint ein Printer Name zu sein. Cool, nennen wir doch direkt mal um. Printer Name. Oh. Das hier, ich meine, phprinter, das hört sich jetzt mal komisch an. Das heißt, wir gucken jetzt mal kurz, was hier steht. A pointer to a variable that receives a handle, not thread safe to the open printer or print server object. Also, wie gesagt, ich bin kein Spezialist für Windows Printer Management, aber ich vermute mal, das hier ist so eine Art Printer-Handle. Also eine Variable, die einen Drucker repräsentiert. Und das dritte Argument ist pdefault, a pointer to printer defaults structure. This value can be null. Okay. Okay. Haben wir jetzt erstmal einfach so. Ich nenne jetzt mal Printer Defaults. Können wir jetzt erstmal einfach so aufnehmen. So, dann kommt hier irgendwie ein Error Code anscheinend zurück. Ich meine, das können wir hier auch in der Dokumentation nachlesen. Succeeds, the return value is non-zero value. Okay, also es ist Success. So, wenn das also successful ist, also nicht null, dann geht es hier unten weiter. Dann wird setPrinter A aufgerufen. Da werden dann zwei von den Parametern, die an diese Funktion übergeben wurden, weitergereicht. Das heißt, das interessiert uns auf jeden Fall auch. Googeln wir mal gerade. Und dann sehen wir hier, als erstes Argument ist ein Printer-Handle. Das wussten wir auch schon. Das ist auch die Repräsentation hier im Code. Das nächste ist Level. Keine Ahnung, was das ist. Scheint nicht so spannend zu sein. Aber wir interessieren uns ja vor allem für Parameter 3 und 2. Und das Parameter 3, also das dritte Argument hier, das enthält irgendwie Daten, die ein Kommando spezifizieren. Also ich nenne das jetzt einfach mal Printer-Command. Und das letzte Argument ist das Command. Und ich sehe hier unten, das ist immer etwas, was Printer-Control, mit Printer-Control, das ist wahrscheinlich ein Enum und das hat irgendwelche Werte. Das heißt, das nenne ich jetzt mal, das ist mehr so Command-Data wahrscheinlich und das hier hinten dann Printer-Command. So, und das ist aufregend, weil jetzt weiß ich, dass das zweite Argument von dieser Funktion, die wir gerade analysieren, von diesem Enum-Typ ist. Das heißt, ich springe jetzt mal gerade eine Funktion wieder hoch, da wo diese Funktion hier aufgerufen wurde, und sehe, ah, das ist dieses Ding hier. Gerade nochmal double-checken, Printer-Command ist das zweite Argument, das ist hier eine 2. So, das kann man in Gito jetzt auch machen, dafür drücke ich M, und wir wissen, das fängt mit Printer-Control an, und dann sehe ich hier, ah ja, das passt also irgendwie zusammen. Hier wird Printer-Control-Resume übergeben, das heißt, jetzt wäre ich eigentlich schon mutig genug, diese Funktion hier Resume Printer zu nennen, aber wir können ja gerade nochmal reingehen. Was nämlich dann hier passiert, ist, dass geguckt wird, ob das klappt. Und wenn das geklappt hat, dann wird Controlling Printer Name Success ausgedruckt. Und das ist übrigens jetzt auch schon ein interessantes Detail. Also hier steht ein Printf Statement. Das heißt, da ist wahrscheinlich irgendwo eine Konsole offen und jemand liest STD Error oder STD Out von dem Tool. Und das sagt uns was über das Verhalten
der Person oder der Personengruppe, die diese Malware benutzt. Also die haben, das nennt man manchmal auch Hands-on-Keyboard-Activity, da sitzt wahrscheinlich jemand, der tippt Kommandos in eine Konsole, der übergibt Kommandozeilenargumente und liest dann den Output, um zu gucken, ob das alles geklappt hat und so weiter. Und hier sieht man auch Fehler-Messages, die ausgegeben werden, wenn das nicht klappt. Das heißt also hier, passiert wahrscheinlich Printer-Kontrolle. Gut, das heißt, das hier nennen wir mal irgendwie Control-Printer. Und das erste Argument von Control-Printer, das ist der Name des Printers. Wir gehen also gerade nochmal eins hoch und sehen dann hier, das ist also dann der Printer-Name. Entsprechend könnte man diese Funktion jetzt einfach mal Resume-Printer nennen. So, jetzt kommt wieder so ein bisschen die Erfahrung rein. Wenn ich so eine Control-Printer-Funktion habe und die ist allgemein, dann habe ich die Vermutung, vielleicht wird die auch noch woanders aufgerufen. Und das kann man einfach auch in Ghidra machen. Also man klickt die Funktion an, drückt X oder da zeigt sich die Cross-References dazu an. Es ist ein anderer Shortcut in der Default-Konfiguration, aber X ist es in IDA und ich habe die Key-Mappings so umgestellt, dass man die, dass die ähnlich sind zu IDA, damit ich nicht so verwirrt bin. Und dann sehe ich hier links, die Funktion wird viermal aufgerufen. Ich gehe die jetzt mal ganz schnell durch. Der erste Aufruf ist den wir uns schon angeguckt haben. Hier ist ein anderer Aufruf, da werden andere Argumente übergeben, noch ein anderer Aufruf und noch ein anderer Aufruf. Und der letzte ist auch ganz cool, da sieht man nämlich, hier wird eine 80 übergeben und nicht eine 0, so wie in den anderen Aufrufen. Aber wir wissen vor allem, dass das erste immer ein Printer-Name ist und dass das zweite immer ein Enum-Wert ist, der mit Printer-Control anfängt. Das ist also Printer-Pause, das heißt, ich kann die Funktion nicht so umbenennen, Pause-Printer, Printer-Call, das hier ist wieder Printer-Name, das nenne ich jetzt gar nicht mehr so, das hier ist Printer-Control, Set-Status, ergibt auch irgendwie Sinn, also Set-Status 0, weil hier ist auch eine 4, war schon blau, das heißt, hier wird irgendwie der Printer-Status 80 gesetzt, ja, das heißt also, das hier wäre Pause-Printer, das hier wäre Printer Set Status 0, weil hier eine 0 übergeben wird. Und das hier wäre Printer Set Status 80, weil hier eine 80 übergeben wird. Okay, cool. So, wir haben jetzt also schon so ein paar Funktionen benannt. Und das ist jetzt quasi auch so die Herangehensweise. Man bohrt sich irgendwo rein, man findet was, man versucht Referenzen woanders zu finden, sich von da wieder hochzuarbeiten. Und das ist dann so ein Hin und Her die ganze Zeit. So, ich gehe jetzt mal zurück in die Funktion ganz am Anfang, in die Main-Funktion. Weil wir hatten ja hier waren wir eben, hier wurde das erste Argument mit minus p verglichen und dann wurde das zweite Argument, wird hier anscheinend jetzt an die Resume-Printer-Funktion übergeben. Wir sehen auch hier unten oder an die Pause-Printer-Funktion oder an Printer-Status 0 oder 80 und zwar abhängig davon, was das dritte Argument ist. Das heißt, also hier wird irgend so ein Command-Line-Parsing passieren. Ich schreibe mal hier so einen Kommentar hin. Wahrscheinlich kann diese Datei aufgerufen werden. Wir wissen ja, die heißt evdiag.exe, sowas mit minus p und dann Printer-Name und dann zum Beispiel off oder so. Das wäre jetzt hier eine Kommandozeile, die hier wahrscheinlich irgendwie, die hier verarbeitet werden kann. Und das macht jetzt auch schon plausibel, was da passiert sein könnte. Ja? Also diese Datei könnte verwendet worden sein, um den Drucker da zu steuern und auszuschalten am Donnerstagabend, kurz vorm Wochenende. So, man kann jetzt hier natürlich wie immer beim Reverse Engineering, oder das heißt natürlich, also man kann überall quasi beliebig viel Zeit investieren. Ich möchte aber noch auf eine weitere Stelle hier eingehen in den letzten paar Minuten, die uns auch noch was anderes über den Akteur hinter diesem Angriff vielleicht verrät. Und dafür scrolle ich mal hier so ein bisschen runter und zwar hier unten hin. Also insgesamt macht diese Main-Funktion halt das, was wir jetzt schon ein paar Mal gesehen haben. Da werden irgendwie argc und argv-Werte verarbeitet. Also hier werden quasi Kommandozeilen, hier wird argparsing, also nicht mehr das Parsing, was sagt, das gehört in ein Argument, sondern hier werden die Argumente, die da übergeben wurden, interpretiert als so Sachen. Und zwar möchte ich mir mit euch jetzt, glaube ich, diese Funktion hier angucken. Ich luke mal gerade rein, ob das die Funktion ist. Ja, das ist die Funktion. So, genau, also wir wollen jetzt mal diese Funktion hier angucken. Die Argumente gucken wir uns erstmal später an. Also wir fangen jetzt einfach mal an, hier reinzugucken. Und
das, was hier passiert, und das ist jetzt so eine andere Herangehensweise und ein anderer Style, wie man manchmal Funktionen anguckt. Bisher haben wir Funktionen quasi immer von oben nach unten durchgelesen. Das ist ein bisschen, wie man Funktionen verstehen kann, wenn man zum Beispiel eine Legacy-Codebase übernimmt. Dann eigentlich jeder, der eine Legacy-Codebase übernommen hat schon mal, könnte sich als Reverse-Engineer bezeichnen, weil man halt Code liest und den versucht zu verstehen und dabei vielleicht auch refactored, um ihn ein bisschen besser verständlich zu machen. Da gab es ja gestern noch einen Talk zu und so. Und das machen wir jetzt hier auch, ja. Und ein anderer Style, der jetzt nicht involviert, dass man so eine Funktion von ganz oben nach ganz unten durchgeht, ist, dass man so einen Schritt zurückgeht und mal guckt, was passiert jetzt hier und welche anderen Funktionen werden hier dann aufgerufen. Ich lasse mal kurz auf dem Bildschirm und trinke ein Stück. So, und die Funktionen, die hier aufgerufen werden, sind create tool help 32 snapshot, open process, process first, module 32 next. Und das sind alles Funktionen, die sind dafür verantwortlich, die Prozessliste unter Windows durchzuiterieren. Also kann man nachlesen, wie das funktioniert. Das hier macht einen Snapshot von der Prozessliste. Hier wird der erste Prozess darauf geholt. Der wird dann geöffnet. Dieser Prozesshandle, können wir schon mal Prozesshandle nennen. Einfach mal zwischendurch eine Variable umbenennen, ist immer eine gute Idee. Hier wird dann von diesem Prozess ein Snapshot wiederum erstellt und da wird dann irgendwie das erste Modul draus geholt. Und das, was hier passiert ist, es wird die Prozessliste durchgegangen und für jeden Prozess, der da draufsteht, wird die Modulliste durchgegangen. Und die Module sind halt die Abhängigkeiten von einem Prozess. Das sind DLLs essentiell, die da in einem Prozess geladen sind. Erstmal, also die Executable selber ist auch ein Modul von dem Prozess, aber insbesondere auch die anderen DLLs. Das heißt, hier werden alle Prozesse durchgegangen, die gerade laufen, und da werden alle Module durchgegangen. Und die werden dann hier anscheinend verglichen, also hier dieses Local 204. Warum diese Variable jetzt hier vorher nicht gesetzt wird, das liegt daran, dass hier oben wahrscheinlich Ghidra eine Datenstruktur falsch verstanden hat. Die repariere ich jetzt gerade mal nicht, aber wir können, also diese Variable wird verglichen mit einem String, der heißt liboradb.dll. Als der Bangladesh Bank Heist passiert ist, wusste man nicht, was das ist. Das ist auch keine DLL, die bei Windows dabei ist oder so. Inzwischen, wenn man diesen DLL-Namen googelt, findet man nur noch Blogposts oder irgendwelche Artikel über den Bangladesh Bank Heist. Und das ist eine DLL, die wird in einer Datenbank verwendet. Und diese Datenbank wurde wahrscheinlich verwendet, um die Swift-Transaktionen zu protokollieren. Das heißt also, was hier passiert ist, dass alle Prozesse auf dem System durchgegangen wurden und alle Module, der Modulname, immer verglichen wird mit LiboraDB-DLL. Und wenn das 0 ist, dann ist es halt nicht das richtige Modul, dann wird hier weitergegangen. Aber wenn das nicht 0 ist, dann passieren hier unten Dinge. Und zwar gucken wir uns jetzt mal diese Funktion an, die kriegt einen Prozesshandle und wahrscheinlich noch irgendwelche Variablen, die wir zu tun hatten. Ich gehe da mal rein. Und hier machen wir wieder das gleiche wie eben, gehen einen Schritt zurück, sehen, hier werden die Funktionen Virtual Protect X, Read Process Memory, Write Process Memory aufgerufen. Und die kann man jetzt auch googeln. Ich kann aber auch mal kurz erklären, was die machen. Virtual Protect X damit kann man Zugriffsrechte von Speicherbereichen unter Windows modifizieren. Ich muss jetzt doch gerade googeln, um herauszufinden, welches Argument welches ist. Ich habe ein Gedächtnis wie ein Sieb. New Protect ist das drittletzte Argument. Und das, drücken wir mal M, Control, Read, Page Execute, Read, Write ist es vermutlich. So, also das heißt, hier wird vermutlich von einem Speicherbereich die Berechtigungen angepasst, und zwar auf Execute. Ich meine, es ist eine DLL, natürlich sollte es executable sein, aber es wird vor allem Read-Write gemacht, das heißt, hier wird man gleich auf den Speicherbereich schreiben können. Und das macht Read-Process-Memory, liest was aus dem Speicher, Write-Process-Memory, schreibt was in den Speicher. Und dann kann man sich jetzt hier angucken, was, also abhängig vom Parameter 3 und vom Parameter 2, wird dann hier so ein Puffer initialisiert auf diesen Wert oder diesen Wert. Und das wird dann hier in den Speicher geschrieben. Also Write Process Memory, das dritte Argument, das ist die New Data. Das heißt also, wir gucken, hier, was jetzt hier also passiert ist, dass da eine DLL im Speicher angeguckt wird und ein Stück
von dieser DLL überschrieben wird. Man kann sich auch noch genau angucken, welches Stück, das ist nämlich in diesem LP-Address hier, und zwar anscheinend einfach am Offset 6A8B6. Und das ist ja super random, dass da irgendwo in so eine DLL einfach was in den Speicher geschrieben wird. Und auch irgendwie beängstigend. Also weil meistens, wenn man irgendwas irgendwo in den Speicher schreibt und das ausgeführt wird, dann stürzt das Programm ab. Wir können uns aber mal angucken, was da hingeschrieben wird. Dafür gehen wir mal auf diese globale Variable. Und wir wissen ja, das müssen Assembly-Instruktionen sein. Und wenn man am Anfang hier zugehört hat, also dieses Ding hier, hat die Assembly, also hier, das Assembly hiervon ist 0475, das war eben auf dem Slide auch, das ist also Jump Not 06, und das andere ist 9090, da steht also Nop Nop. So, das heißt also, abhängig von irgendwie den Parametern, wird da entweder Jump Not 06 oder Nop Nop reingeschrieben. Und ohne die DLL jetzt gesehen zu haben, würde ich mich jetzt zu der Vermutung hinreißen lassen, dass da ein Authentication-Check passiert und der wird ausgenoppt. Also der wird überschrieben mit, also da ist wahrscheinlich irgendwie, wenn der Benutzername und Passwort stimmt, jetzt mal vereinfacht gesagt, dann Jump Not 06. Nee, wenn die falsch sind, dann Jump Not 06. Und wenn man das mit Nop Nop überschreibt, dann ist quasi der Passwort-Check weg. Wie gesagt, das müsste man jetzt noch validieren. Man bräuchte irgendwie, wenn man es ganz ordentlich machen will, man bräuchte die DLL, müsste sich angucken, steht das da wirklich im Speicher, müsste die DLL reversen, das ist super viel Arbeit, weil echte Software reversen ist sehr viel schwerer als Malware reversen, weil da einfach so viele Features drin sind. Und dann wird dieser Authentication-Check wahrscheinlich überschrieben. Das könnte man dann herausfinden. Das sagt uns jetzt nochmal was über den Akteur, und zwar, dass die da sehr genau wissen, wie das da aussieht. Das heißt also, die sind da wahrscheinlich nicht eingebrochen und haben sofort angefangen, dieses Tool zu benutzen, sondern alleine die Tatsache, dass hier dieser fixe Offset steht in diese DLL, legt nahe, dass zumindest für diese Operation dieses Ding hier kompiliert wurde. Ja, das heißt also, das ist jetzt nichts, wahrscheinlich nichts, was man irgendwo finden kann. Also die Leute dahinter hatten wahrscheinlich Zugriff zum Quellcode oder konnten das irgendwie anpassen oder haben es vielleicht sogar dafür geschrieben. Ich meine, für 58 Millionen Dollar setzt man sich ja vielleicht auch mal hin und schreibt eine Software. Also das ist was weiteres, was man nur dadurch ableiten kann, dass man hier seine Hausaufgaben macht und diese Analyse durchführt. Okay, cool. Das heißt, man könnte die Funktion jetzt hier umbenennen zu PatchDLL und abhängig von den Argumenten wird dann entweder, also Param 1 ist, das kann man jetzt halt noch zu Ende analysieren. So, gehen wir nochmal zurück auf die Slides. Man könnte jetzt hier schon die erste Antwort an den Kunden zurückschreiben. Ja, das sieht irgendwie so aus, als würde diese Datei, das wäre jetzt ein Kommandozeilentool, mit dem man den Drucker ausschalten und anschalten kann. Und das hat auch ein Feature, um so eine DLL zu patchen in Memory. Und dann stellt man eine Rückfrage, was ist denn das irgendwie für eine DLL? Können wir die mal analysieren? Und dann geht es ungefähr irgendwie so weiter. So, wir sind schon fast bei der vollen Stunde angekommen. Das ist jetzt das Danke-Slide. Ich möchte irgendwie vielleicht noch kurz zusammenfassen, was man mitnehmen kann. Also meiner Meinung nach hinterlassen Cyberangriffe Spuren, und mit Reverse Engineering, was man lernen kann, wenn man dedicated ist, sage ich mal, kann man diese Spuren analysieren und dann Dinge herleiten über den Angriff, über den Angreifer und so weiter. Noch zwei Worte in Eigenwerbung. Wenn ihr Reverse Engineering lernen wollt, ich gebe im Moment Schulungen mit Jesko Hüttenhain zusammen. Wir haben eine Website, die heißt mel.re. Könnt ihr uns eine E-Mail schreiben, wenn ihr Interesse habt. Im Moment kostet das auch kein Geld, weil wir das einfach so zum Spaß machen, sag ich mal. Also wenn ihr schon Software entwickeln könnt, am besten in C oder so, dann und Reverse Engineering lernen wollt, dann seid ihr genau die Zielgruppe dafür. Und ansonsten, wenn ihr den nicht-technischen Teil noch ein bisschen länger als nur 5 bis 10 Minuten beleuchtet haben wollt, könnt ihr auch in den Podcast reinhören. Den halte ich mit Chris Dietrich zusammen auf armchairinvestigators.de. Gut, der Chat war überraschend leise während des ganzen Vortrags. Mal gucken, welche Fragen es jetzt noch so gibt, würde ich sagen. Sehr schön. Erstmal vielen, vielen Dank, Lars, für den Vortrag. Ich fand ihn sehr cool. Ich kannte bisher tatsächlich Reverse Engineering nur als das machen Pentester und das machen komische Leute, die Forensik machen. Jetzt mal ein bisschen das zu lesen ist und zu sehen ist ziemlich cool. Ich kann Lars da nur zustimmen. Wenn ihr Fragen stellen wollt oder Feedback geben wollt, kommt ins Big Blue Button rein in den Chat. Schreibt dort eure Fragen und oder Kommentare rein.
Wir warten quasi auf euch. Multiple people are typing. Das ist auf jeden Fall schon mal gut. Ansonsten noch eine kurze Frage. Willst du kurz sagen oder kannst du kurz sagen, was Swift eigentlich ist für die Leute, die zwar wissen, es hat irgendwas mit Banken zu tun, aber mehr nicht? Klar, also ich habe da halt eine sehr, ich sag mal, technische, ahnungslose, Wissen zu. Also Swift ist ein internes Netzwerk zwischen Banken und das ermöglicht halt Geldtransfer auf einer großen Skala und international. Also wenn man es jetzt aus der Perspektive sieht. Was halt interessant ist hier in dem Fall ist, das war kein Angriff auf Swift-Netzwerk. Also die Kryptografie da drumherum, die ist sicher und gut. Also hat niemand das Swift-Netzwerk angegriffen von außen und da irgendwie Schlüssel geknackt oder irgendwie so ein Kram, sondern da war einfach ein Computer, der war mit dem Swift-Netzwerk verbunden, dieses Swift-Terminal. Und das wurde wahrscheinlich kompromittiert. Und dann konnte der Akteur einfach so tun, als wäre er ein legitimes Swift-Terminal und entsprechend diese Transaktionen senden. Wolltest du darauf hinaus? Oder ich meine, wenn du mehr anderen Kontext hast, kannst du ihn gerne auch dazugeben. Also ich bin ein bisschen in der Gegend unterwegs, was jetzt Finanzdienstleister angeht. Weißt du das viel besser. Nein. Keine Bank oder so. Ich fand es bemerkenswert, dass es halt in das geschlossene Swift-Netzwerk reinging. Dass es also Angreifer geschafft haben, in ein Netzwerk, normalerweise kennt man heute Netzwerke als sehr offen, Internet und so weiter, aber es gibt halt immer noch geschlossene Netzwerke und da gehört Swift halt dazu. Und ich fand es sehr bemerkenswert, dass dort die Angreifer reingekommen sind und sich wohl so gut auskannten, dass sie dort halt gezielt wirklich angreifen konnten und Transaktionen auslösen konnten. Das heißt, sie konnten die Prozesse, die da waren, unterwandern durch das, wie du ja jetzt sehr schön gezeigt hast, durch das interne Wissen, was man über diese Swift-Terminals oder gerade über die von der Bank in Bangladesch wissen musste, um da wirklich gezielt angreifen zu können. So, die erste Frage, die ist jetzt tatsächlich da. Ab wann erkennst du als erfahrener Reverser, wann du zu tief in eine unwichtige Funktion hineingegangen bist oder beziehungsweise wie schwierig ist es, einem Obfuscator nicht auf den Leim zu geben? Ab wann erkennst du, nach einer halben Stunde? Nein, das kann man so nicht beantworten. Das ist so eine, also okay, wenn Obfuscation passiert, dann, es gibt verschiedene Arten von Obfuscation. Ja? Also man kann irgendwie, es kann Junk-Code da sein, also Befehle, die gar nichts machen. Es können opaque Predicates da sein, sowas wie, da werden ganz viele Variablen berechnet und wenn die beiden sind nachher zwei und dann wird die eine Variable mit der anderen verglichen, Und dann geht es weiter. Das ist also ein opaque Predicate. Wenn ich anfange, sowas zu sehen, das erste Mal, dann bin ich ja schon so im Kopf, hier passiert vielleicht Obfuscation. Obfuscation ist auch so, dass solche Decompiler meistens krass auf die Nase fallen. Also der dekompilierte Code sieht noch schlimmer aus als normalerweise. Und manchmal geht man aber auch zu tief in eine Funktion rein, ohne dass man, dass da ein Obfuscator am Werk ist. Und das mache ich, glaube ich, eher, also es könnte zum Beispiel einfach eine Library-Funktion sein, die statisch da reingelinkt wurde, oder es könnte einfach eine komplizierte Funktion sein, die mit Windows-COM-Objekten interagiert oder so. Ich glaube, das mache ich so ein bisschen zeitbedingt. Man hat dann natürlich manchmal so den Drang dazu, das jetzt bis zum Ende sofort zu verstehen, aber manchmal lohnt es sich, einen Schritt zurückzugehen und sich dann nochmal rauszuziehen und die Funktion irgendwie zu benennen wie something with Windows-COM. Objects oder so. Weil wenn man dann später die Funktion nochmal woanders wiederfindet, wie sie aufgerufen wird, kann man vielleicht schon aufgrund der Argumente, die daran übergeben werden, besser verstehen, was sie macht. Also ich würde sagen, wenn ich zu lange brauche, irgendwo gehe ich einen Schritt zurück, um die Frage einfach zu beantworten. Gut, die nächste Frage, die kam, ist, wird es die Folien zum Download geben? Absolut. Die gibt es auch schon zum Download und ich poste den Link jetzt in den Chat. Sehr cool. Da hat auch schon jemand geschrieben, die gibt es wohl auf GitHub. Genau, auf GitHub sind sie nicht kompiliert. Hier ist ein fertiges PDF. Das ist noch schöner. Ich habe gerade schon mal auf deinen Podcast, auf deine Podcast-Webseite gesehen. Shamoon klingt sehr spannend. Habt ihr vorgestern, glaube ich, aufgenommen oder zumindest veröffentlicht? Das heißt, ihr besprecht da diverse Angriffstaktiken oder Analysen von verschiedenen Angriffen, wenn ich das richtig sehe. Ich glaube, genau. Das werde ich wohl demnächst subscriben. Ja, cool. Also wir sind auf allen möglichen Podcasting-Apps. Das war auch eine lustige Reise, wie diese archaische Technologie des Podcast-Publication funktioniert. Genau, ja, also der Podcast, wir nennen das einen Dialog zu Cybercrime, Cyberspionage und Malware. Und wir wollen,
Das ist auch was, was ihr euren Eltern empfehlen könnt, ja. Also, die werden vielleicht nicht 100% verstehen, aber unser Ziel ist schon, diesen ganzen Cyber-Schmuh so näher zu bringen an die Leute. Ne? Wir versuchen da auch komplizierte Themen zu behandeln. Das hat natürlich im Audioformat immer so seine Herausforderungen. Genau. Und wir versuchen es, wenn es geht, es an einem Fall aufzuhängen, weil das einfach am greifbarsten ist. Wir haben auch eine Folge zu dem Bangladesh Bank heißt. Eine zu der Ransomware-Angriff in Düsseldorf, dieser Uniklinik, wo irgendwie eine Frau auch gestorben ist in dem Kontext. Shamoon war ein Angriff auf einen großen Ölkonzern vor vielen Jahren. Ja, genau. Also wir versuchen es immer an so einem Incident oder einem Angriff festzumachen, weil das irgendwie dann, weil da eine Story direkt dran ist. Wie viel Malware ist in den kompilierten Folien versteckt? Ich verspreche gar keine. Aber ich meine, das könnt ihr nicht wissen. Dann müsst ihr das PDF-Format verstehen, das PDF auseinander. Aber ihr könnt auch einfach den Code auf GitHub runterladen. Aber es ist LaTeX, wenn ihr das kompiliert. Vielleicht ist da dann wieder Malware drin. Ich weiß es nicht. Wem kann man noch trauen? Hast du den Compiler dir angeschaut? Anyway, du versprichst zumindest, dass du keine drin versteckt hast. Ja, genau. Hand aufs Herz, ich habe keine reingemacht. Vielleicht ist mein Computer kompromittiert und jemand anders hat da was injected. Man kann beliebig paranoid werden.